Jo, hallo Leute, hier ist er wieder, euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zurück zu Little Inferno. Jo, dem Spiel für die ganze Familie oder auch nicht. In der letzten Folge haben wir erfahren, dass Sugar Plums unsere Nachbarin ist. Sie scheint über uns zu wohnen. Das war natürlich ein Schock für die Nation, so könnte ich es mal sagen. Und ja, wir haben es aber erfahren, ne? Wir können dem nicht entrinnen. Und ihr habt mir wieder einige von euch, Leute, das ist wirklich, es ist der Hammer. Denn die Gino mit Combo, ja? Also einige von euch, die schreiben ja wirklich so kleine Rätsel oder so, geben mir wirklich nur so Hinweise. Und das ist eigentlich das Geniale, weil ich rätsel dann nochmal an den Hinweisen und weiß teilweise immer noch nicht, was Sache ist. Aber es ist schon so gut einfach gemacht. Derjenige, der mir gesagt hat, die Gino mit Combo, liest die doch einfach mal Englisch. Und ich denke mir, deine mit. Und da denke ich mir, oho, ich glaube, ich habe es verstanden. Und zwar brauchen wir den. Und wir brauchen den. Und wenn das jetzt nicht stimmt, dann ist das umso peinlicher für mich. Aber ich glaube, das stimmt. Ich weiß es zwar nicht, aber wir gucken mal. Wir haben also einen Dino und den mit dem hier. Und wie! Yay! Das ist in der Tat die Dino-Mit-Kombo. Ich glaub's ja nicht. Ach du Scheiße, Leute. Das hätte ich nun wirklich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nur gut, das war die Dynamit-Kombo. Oh, nee. Okay, okay. Ich bin auch mal gespannt, wann wir den nächsten Brief kriegen. So, die nächste Kombo. Was haben wir denn? Die Nicht-Meins-Kombo. Die Generation-Kombo. Mein Gott, ihr habt mir Tipps gegeben und ich denke mir, ah, oh, TT. Also irgendwas mit Spinneneiern. Das habt ihr gesagt. Und dann habt ihr was mit Familienfoto gesagt wegen Generation. Aber ich hab's nicht so wirklich begriffen, wenn ich ehrlich bin. Deswegen, wir beschleunigen mal wieder. Deswegen probiere ich jetzt auch einfach mal die beiden Sachen aus. Ich weiß, ich bin ein Noob. Und komm schon, bitte, 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 bitte. Ja! Generation-Kombo. Yay! Nice! Geil! Okay. Und der eine sagte auch, ey, GG, ich find doch voll scheiße, dass du nicht findest alleine die Kombos. Ja, ich mache mir ja schon immer Gedanken, aber ich finde es halt auch schön, dass ihr mitspielt, so diese Interaktivität, das macht einfach mega Bock, wenn ich da lese und versuche, eure Dinger zu entschlüsseln und mir nur denke, ey Jungs, Leute, Mädchen, ihr müsst für den Idioten schreiben, ich habe noch keine Ahnung. So, dann haben wir das schon mal, die Seefahrer-Kombo, ja, da hatte ich, da ist mir selber noch die Idee gekommen. Wir brauchen natürlich einen Piraten und wir brauchen ein Schiff. Also das ist eigentlich so klar wie die Kloßbrühe von Dingens, obwohl ich immer noch nicht weiß, ob eine Kloßbrühe auch wirklich klar ist. Aber das sollte eigentlich klar sein, oder? Komm schon, ihr beide. Ja, die Seefahrer-Kombo, das war klar. Also Seefahrer-Kombo, Schiff und Pirat, das war ja eigentlich wie die Kloßbrühe. Ui, zack, zack. So, und dann sammeln wir auch schon mal genug, damit wir uns gleich den Mond leisten können. Jemand sagte, ich soll mir mehr Platz kaufen. Ich habe doch schon voll viel Platz gekauft. Guck mal, den nächsten, der dauert noch ewig. So, dann, was haben wir noch für Kombos? Boah, guck mal, Leute, richtig geil, oder? Die Feuerspuck-Kombo, ja. Da wusste ich ja schon, den hier, den brauchen wir, ne? Und jetzt habt ihr mir Rätsel gegeben, aber ich habe es nicht so richtig begriffen, wenn ich ehrlich bin. Ihr sagtet, ich soll was nehmen, was Feuer spuckt. Das macht der hier ja. Der spuckt Feuer. Aber irgendwie verstehe ich das nicht. Weil, warum denn die beiden? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Also für mich irgendwie nicht. So, dann nehmen wir den, pack mal den schon mal ein. Und was wäre die nächste Kombo? Sieht dich Kombo. Ach du Scheiße, sieht dich Kombo. Uncle Sam Bum Bum. Ah, Moment! Uncle Sam Bum Bum. Das ist bestimmt die Zeitbomben-Kombo, oder? Weil ich wusste ja, also der Wecker war mir klar, weil mir war nicht klar, was ist hier die Bombe. Aber okay, der sieht nach Bum Bum aus. Bum Bum. Aber wie hieß die Kombo? Die sieht dich Kombo. Ja, die sieht dich Kombo, das ist die Sugar Plums. Die Sugar Plums, die sieht mich. Kätzchen, Kätzchen, Popo, Stofftier. Was ist das denn für ein Quatsch, Alter? Ich werd verrückt. Miniaturmond, Walküre, Puppe. Also die sieht mich Kombo, weiß ich nicht. Ganz im Ernst, weiß ich nicht. Könnt ihr mir wieder Rätsel zu geben? Wärmetausch-Kombo. Das könnte ein kaltes Herz sein und ein Heizgebläse. Haben wir noch Platz für zwei? Jo. Da, so, jetzt haben wir alles eingepackt. Okay. Erstmal probiere ich die Feuerspuck-Kombo aus, würde ich sagen. Boah, hoffentlich geht das. Hoffentlich. Komm schon. Gib. Ja, ja. Okay, ich habe eure Rätsel richtig gedeutet. Sauber. Nice. Okay, Leute, okay.
Das war also schon mal richtig. So, komm, brenn. Komm, gib doch noch mal ein bisschen Geld. Der musste einer noch Geld. Ja, wollte gerade sagen. Das wäre voll wenig gewesen ansonsten. So, hör auf zu brennen, du Aschemensch. Ey, da oben. Spinne. Yay. Boah, das Spiel ist so geil, Leute. Das Spiel ist so geil. Ey, wann kommt der nächste Brief? Oder der Wettermann? Wann kommt der Wettermann? So. Dann probieren wir doch jetzt mal das hier aus. Das würde mich nämlich mal interessieren. Die beiden Blasebalg-Dinger. Komm schon. Das muss eine. Ja, Wärmetauscher-Kombo. Sauber. So. Aber die brauchen ja jetzt hier 8 Stunden, bis die irgendwie mal richtig brennen oder so, ne? Weil das saugt ja das Ganze nur auf. Das braucht irgendwie 8 Minuten. Zumindest letztes Mal brauchte das ja so 6 Stunden. Komm schon. Jetzt haben wir aber den nächsten Katalog auf jeden Fall schon freigeschaltet. Komm. Ja, endlich flammt das mal richtig. Mein Gott. 10 Stunden später. So, okay. Das machen wir eben kaputt hier. So, komm, komm. Geh kaputt. Ey, schon wieder so eine Spinne. Komm. So. Alles klar. Und Uncle Sam sowie Wecker. Das soll Zeitbomben-Dingens sein, ne? Nee. Es ist nicht. Das glaube ich nicht. Es ist keine Combo. WTF. Es ist keine Combo. Ja, WTF. Geh jetzt. Hä, warum geht der nicht kaputt? Ah, da. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, Leute. Puh, das verstehe ich nicht. Okay, wir haben jetzt aber, sieh dich, komm, haben wir noch nicht? Die LOL-Katze. LOL-Katze? Ja, WTF? Warte mal. Was das wäre da? Kätzchen. Okay, den brauchen wir bestimmt dafür. Aber LOL? Wann macht man denn LOL? Oder Moment, lass mal die Namen angucken. Miniaturmond, Mini-Nuke, endlich für den Hausgebrauch zugelassen. Er ist glücklicher, als er aussieht. Das ist bestimmt ein LOL-Mensch. Jeder, der nicht davon anzündet, ist ziemlich sicher Terrorist. Hä? Vielleicht den mit dem? Nee. Häufig serviert mit der köstlichen... Nee, bringt alle Jungen und Mädchen Freude. Aber der hier, glücklicher... Gibt's irgendwie so eine Happy Lucky Combo oder sowas? Hä? Bricht Herzen und Champagnergläser. Deine Freunde werden dich vermissen. Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich nicht. Was soll denn? Verboten, aber sicher. Er ist so knuddelig. Tollwut. Was ist das denn? Der erhabene Klang der Natur durch einen entschlossenen Griff entfernt. Boah, was ist das denn für eine, Alter? Verursacht mehr... Das verstehe ich. Ich verstehe die Zeitbomben-Kombo auch überhaupt nicht. Also Wecker ist klar. Aber was noch? Was soll ich denn noch machen? Ich habe keine Bombe. Ich habe gedacht, er wäre die Bombe, aber er ist nicht die Bombe. Was ist denn hier eine Bombe? Sieht dich... Ah, Moment mal. Ah, Moment. Sieht dich, Combo. Das ist bestimmt ein Fotoapparat und mein Foto. Wetten? Wetten? Boah, ich könnte wetten. So. Aber das andere verstehe ich nicht. Keine Ahnung, Leute. So, dann lass uns erstmal die beiden versuchen hier. Nee. Leider nicht. Ich bin zu schlecht, ich bin so. Ja, es gibt bestimmt schon wieder die Leute von euch. Boah, ist der Fail? Der ist Fail. Der Table Tennis Game. Das ist ja voll der Fail, der Junge. Der ist Fail, ich weiß. Boah, hier seine ganzen Eingeweide. Geh mal weg da. So, Shashin, Fotoapparat und das. Komm jetzt. Der Kombo muss drin sein. Nee. Schade. Schade. Nun gut, dann holen wir uns noch schnell den Mond, würde ich sagen. Wie gesagt, 3 Kombos. Da könnt ihr mir noch Tipps geben jetzt, Leute. Wir haben die Zeitbomben-Kombo, die ich immer noch nicht begriffen habe. Wir haben die LOL-Katze-Kombo. Und wir haben die Sieht-Dich-Kombo. Die Sieht-Dich-Kombo ist bestimmt irgendwas mit dem Fotoapparat. Die LOL-Katzen-Kombo auf jeden Fall mit der und die Zeitbomben-Kombo auf jeden Fall mit der Tic-Tac. Aber was für eine andere Bombe soll ich da machen? Das verstehe ich nicht, weil das hier eine Bombe... Was ist das hier eigentlich? Radioaktiv. Eine Atombombe vielleicht? Oh mein Gott, eine Atombombe. Warte, wir mal bauen eine Atombombe.
Eine Atombombe vielleicht. Komm schon. Ja! Ich glaub nicht. Ich hab's doch noch geschafft. Eine Atombombe. Yeah. Wir haben's geschafft. Sauber. Und ich hab einen Brief gekriegt. Sauber. Lesen wir gleich. Okay, dann. Wichtige... Oh, das ist der Wettermann. Wichtige Wettermeldung. Die Wettervorhersage sagt, dunkle Schneewolken kommen aus allen Richtungen auf uns zu. Es kommt etwas auf uns zu. Etwas Großes. Punkt, Punkt, Punkt. Haltet euch warm. Meldungen. Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken. Über der Stadt. Der Wettermann. Alles klar, Wettermann. Dein Brief wird direkt verbrannt. Dankeschön. So, und jetzt nochmal den großen, naja, Miniaturmond. Uah, ich brenne den Mond an, Leute. Zündet den Mond an. Er ist böse zu uns gewesen, all die Jahre, seit an dem die Menschheit ihn angebetet hat. Er war immer böse zu uns, der Miniaturmond. So, brenn, 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 brenn. Hä? Kommt da auch nochmal was? Guck mal, jetzt, ja, jetzt ist er wie eine Sonne, der Mond. Jetzt ist er zu einer Sonne geworden. Ja, hallo. Kann er jetzt mal was machen? Ja, wollte gerade sagen, ist halt. Alter! Guck dir das mal an! Es schwebt! Der Mond hat Gravitation! So, sauber. Ja, jetzt ist er. Das war mal ein Mond. Jetzt ist er kaputt gegangen. Na naja, gut, okay. So, ja! Das heißt, wir können jetzt uns den neuen Katalog kaufen. Whee! Sauber, Leute. Exklusive Speisen. Okay, da würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter. Heute Abend kommt noch ein Part. Ich werde aber erst eure Kommentare bezüglich der LOL-Katzen-Kombo, der Sieht-Dich-Kombo lesen. Katzenfisch-Kombo. Die restlichen Kombo-Bitches, bitte noch keine Tipps oder Rätsel. Sondern erstmal nur noch die Sieht-Dich-Kombo und die LOL-Katze-Kombo. Den Rest versuche ich dann irgendwie, naja, alleine zu finden in der nächsten Folge. Heute Abend die nächste Folge, ihr könnt Kommentare schreiben. Ich werde wahrscheinlich die nächste Folge irgendwie so gegen 4 Uhr oder so aufnehmen. Das heißt, wenn ihr vorher den Part guckt, dann werden eure Kommentare auch noch mit verwertet. Jo, vielen Dank fürs Bewerten, wenn ihr das Video bewertet. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, wir sehen uns heute Abend im nächsten Part wieder. Leute, ich freue mich schon. Ich bin so gespannt, was hier im neuen Katalog alles auf uns wartet. Hier warte ich ja schon einen Holzlöffel. Jetzt mit mehr Splittern für verbessertes Züchtigen. Ach du Scheiße. Bis zum nächsten Mal und mal gucken, ob die Sugar Plums uns wieder schreibt. Euer Table Tennis Gamer. Ciao.